So, hallihallo, Leute. Oh, ich bin gerade so fertig. Es sind ja drei neue Mods drauf, hatte ich ja schon mal erwähnt. Also ich habe ja hier mit Mistcraft auch schon angefangen. Habe es jetzt hier ein bisschen eingerichtet. Hier steht ja meine Endercrabbe jetzt. Habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich kann es ja mal eben zeigen, das ist nämlich kein Problem. Hier unten steht jetzt meine Endercrabbe. Also ich glaube, ihr habt es nicht gesehen, oder? Ja. Auf jeden Fall steht sie hier, macht hier halt so einen Bereich weg. Geht hier so rum. Läuft jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Ist auch schon fertig, müsste ich also theoretisch gleich sogar noch umsetzen. Ja, hat halt dieses Sterling hier da, alle daneben gehabt, das Solarpanel drauf. Und dann halt die ganzen Kisten. Wie gesagt, ich müsste sie jetzt gleich umsetzen, aber gerade brauche ich gar nicht mal so viel. Die werde ich auch gleich einfach in eine andere Welt setzen. Das mache ich aber gleich wieder offscreen. Das muss ja nicht onscreen sein. Weil ihr habt ja schon gesehen, wie sie aufgebaut wird. Das ändert sich ja nicht. So. Dann ist hier noch eine sehr interessante Welt. Diese hier müsste das sein. Die ist auch noch komplett neu. Mehr oder weniger. Ich habe hier nur schon mal erkundet. Und zwar gibt es hier überall solche Sachen. Also hier gibt es einfach solche Quarz. Erze einfach an der Oberfläche, was ich sehr geil fand und ich mir jetzt auf jeden Fall auf Dauer auch zu nutzen machen werde. So, was ich aber eigentlich anfangen wollte, die zweite Welt ist immer noch eigentlich völliger Bullshit hier, diese hier. Was ich aber eigentlich anfangen wollte, ist nämlich Applied Energistics, damit, achso, was noch neu ist, sollte ich vielleicht nochmal eben zeigen, ist hier der Power Spawner in der Zombie-Form. Den konnte ich jetzt bauen durch Ender.io. Der löst nämlich das Problem, was ich hatte. Denn er kann Monster spawnen, damit hier halt Erfahrungspunkte reinkommen, damit die hier dauerhaft laufen, wenn ich es möchte. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wenn ich hier den Schalter umlege, das Ding anläuft, also das Ding läuft jetzt. Sobald das hier einmal voll ist, dann gibt es hier bestimmte Wahrscheinlichkeit, ob hier ein Zombie spawnt oder nicht. Falls hier dann einer spawnt, ja, würde er getötet werden und so weiter und so fort. Also diesbezüglich nichts Neues. So. Ich kann ja mal eben die hier wieder ins Wasser werfen, damit die schon mal weitermachen. Das sind hier diese hier in der Samenform. Die muss man einfach in Wasser legen und dann wachsen die. Und werden zu solchen Dingern. Und genau das ist die Sache, die mich so abgenervt hat. Denn ich brauchte so einen in der aufgeladenen Form, damit ich weiterkomme in dem Modpack. Ich habe aber keinen gefunden. Wirklich keinen einzigen. Jetzt habe ich vorhin eingefunden. Es wurde Nacht, ich flog gerade wieder nach Hause, ich habe die Hoffnung eigentlich wieder aufgegeben. Aus dieser einen Welt, die ich da gerade gezeigt habe, die dritte, die neue. Und dachte mir, oh Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und sehe da irgendwas leuchtet nicht so, Alter, gucken, bau ab und denke nur, geil. Es war aber auch der einzige, es war nur einer. Daraus habe ich jetzt zweimal diesen Flugskristall bekommen. Und daraus werde ich mir jetzt den Charger bauen. Denn mit diesem kann ich dann demnächst diese Dinger selbst chargen. Ich habe das gerade nochmal getestet, ob es geht. Ich bin wirklich nochmal in die Testwelt gegangen und habe geguckt, ob es geht, ob ich den auch mit EU einfach aufladen kann. Und ja, ich kann's. Denn sonst wäre ich jetzt richtig im Arsch. So, die Frage ist, wo möchte ich den haben? Eigentlich unten. Von wo bist du bepowert? Du wirst gar nicht bepowert. Aber das Kabel führt doch hier weiter lang. Mhm. Führt es. Ich hatte noch ein paar davon. Nachmachen müssen. Irgendwo sind da noch welche von. Das sind die Item Ducts. Ich liege mit meinem Schlafen. Also jetzt hier in-game. Und jetzt kann ich mit dem Ding halt anfangen. Also ich habe halt diese aufgeladene Variante gebraucht. Die kann man, keine Ahnung. Hier ist das Erz, das habe ich halt gebraucht. Das habe ich halt abgebaut und darauf habe ich dann den hier bekommen. Wow, sag ich nur. Normalerweise diese Erze gibt es wirklich so in, ich sag mal, 1 bis 5 Erzblöcke zusammen. Von diesen hier immer. Wo habe ich die Dinge denn hingestellt?
mir sicher, ich habe welche gemacht. Diese Dinger, die ihr da gerade gesehen habt, diese Schienen musste ich machen, um diese große Sterling zu bauen. Was soll ich mit dem Scheiß hier? Da. Zwei Stück zwar nur noch, aber hey. Besser als keine. Habe ich noch... Ja, ich habe noch ein bisschen Redstone und Dings. Ah. So, wie möchte ich das denn haben, ist jetzt die Frage. Oder besser gesagt, wo? Eigentlich müsste ich hier noch mehr davon machen. Die waren nicht teuer, oder? Wo ist das U? Das wollte ich so nicht. Ach, warte mal, das sind die Hardened. Das sind die Verbesserten. Hier sind die anderen. Ach, guck mal, ich habe doch noch ein paar mehr davon. Dann gib mir mal eben noch einen Stack Cobblestone, damit ich, oder einen halben Stack, ist auch okay. Stell den jetzt erstmal einfach hier hin. Was nicht geht. Fällt mir gerade ein. Da hier Wasser drunter ist, dann musst du hier doch weg. Ne, das geht auch nicht, weil da ist ja auch Wasser. Dann stelle ich euch um. So, ich bin gerade am überlegen, könnte ich den denn theoretisch auch einfach, genau, das war ja das Hässliche, stimmt. Ja, solange er sich wohlfühlt. Ne, warte mal, du sollst ja nicht da unten sein. Na, guck mal, sieht doch schon besser aus, wie er da steht. So. Du sollst hier sein. Und jetzt? So. Fürs Erste genügend. Denn jetzt können wir in dem, er wird aufgeladen, ich weiß nicht, wie die Einheit genau heißt, K-A-E, also K ist für Kilo, das heißt 1000 im Endeffekt, A-E ist dann wahrscheinlich, wie hieß das jetzt nochmal hier, Applied Energetics oder sowas, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Jetzt können wir die Dinger nämlich hier reinlegen und sie werden gecharged. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt. Zack. Zack. Also manchmal brauchst du aber etwas, ne? Ich glaube, das buggt noch so ein bisschen. Und mit diesen gechargten Dingern können wir jetzt auch richtig anfangen, das zu machen. Also das Spiel zu spielen, sag ich mal. Das ist echt heftig. Endlich kann ich... Also was heißt das Spiel zu spielen? Die Mod endlich ausüben. Jetzt mach doch. Danke. So, ich meine, ich habe momentan eh nicht genug Dings dabei. Ist hier noch... Oh, guck mal, ich habe sogar noch ordentlich... In der Sackwurz. Dann machen wir noch ein paar. Weil manchmal braucht er echt lange. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, dass er manchmal so ultra lange braucht. So, die nehmen wir mal eben raus. Wie gesagt, hier seht ihr eine Prozentzahl, die sind am Wachsen. Die dauern aber ewig, so in diesem Moment. Wir können jetzt aber
dadurch, dass wir jetzt die endlich chargen können, oder dadurch, dass ich sie jetzt endlich chargen kann, kann ich was ganz anderes glücklicherweise machen. Und zwar kann ich die jetzt hier reinwerfen. Kurz warten. Oh. Und ich bekomme einfach diese Dinger raus, ey. Ich meine, die kann ich theoretisch auch züchten. Ich kann die ganzen Dinger züchten, das ist nicht das Problem. Hier in dieser Form. Allerdings dauert das ja, wie ihr gerade gesehen habt, ewig. Und ich will das jetzt mal so aufbauen, dass es nicht mehr ewig dauert. Die Wand wird noch komplett rauskommen. Denn irgendwo muss ich mein System aufbauen, mein Kontrollsystem. Also die Wand wird hier nachher noch komplett rausgehauen. Und zwar kann ich jetzt, um die Dinger zum Beispiel zu züchten, damit ich sie nicht mehr farmen muss, die hier bauen. Und ihr seht schon, ich brauche zum Beispiel den hier allein schon. Pure bräuchte ich viel davon. Ich habe aber sowieso keine Pure. Wie viel habe ich jetzt gesagt, will ich davon haben? 4 oder 5? 4 reichen, glaube ich. So, 4 reichen. Zack. Ich sortiere mal hier so ein bisschen. Müsste die eigentlich wieder zurück ins Wasser legen, damit die weitermachen. Was bräuchte ich dann weiter? Dann bräuchte ich Quarz, Glas. Ich glaube, dafür muss ich Quarz. Ihr seht, ich habe hier auch neue Maschinen. Slice and Spice, weiß ich nicht hundertprozentig, was er macht. Ich habe das jetzt einfach gebraucht, um mir irgendwas herzustellen. Das ist aber Ender.io hier unten, ne? Ja, das kann ich gerade nicht zeigen. Alloy Smelter ist so ein bisschen wie der Induction Smelter. Schmilzt halt verschiedene Sachen zusammen. Aber hat halt andere Rezepte, darum brauchte ich den. Die Segmel ist so ein bisschen wie der Pulverweiser. Ist ja kleiner Dinge halt. Wie man jetzt hier sehen wird. Zack, bekommen wir da Netherquarz raus. Also diesen Staub, den ich hier gerade gebraucht habe für die Teile. Hier, die hier. Moment. Ich pack da mal doch ein bisschen mehr rein. Sicher ist sicher. So. Iron Ingot haben wir. Und dann brauchen wir noch die Kabel. Dafür brauchen wir gleich wieder die. Und auch mein Netherquarz mit Glas. Glas sollten wir auf jeden Fall genug haben. Ich packe noch mal ein bisschen rein, einfach um sicher zu gehen. Dann stelle ich noch ein paar dieser Kristalle her. Ich habe jetzt noch 10 Netherquarz. Das heißt, die werde ich jetzt noch ausgeben. Also charge ich jetzt noch 2 von diesen Dingern. Ich bräuchte allerdings Redstone. Die kann ich auch wieder zerlegen, ne? Genau. So, da wieder rein. Okay. Dann hätte ich das nämlich erstmal soweit fertig. Na los? Ah. War ein bisschen schüchtern. So, Shift Q, die hier alle rein. Und flup, 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 flup. Yay. So. Ja, genau, da warten wir jetzt oben drauf. Uiuiuiui. Also ihr glaubt gar nicht, wie froh ich gerade bin, dass sich das hier endlich mal vorantreibt. Dass das hier endlich mal vorangeht. So, ich brauche jetzt erstmal meine Nase kratzen. Erstmal, Induction Pipe will ich nicht haben. Einen Eimer wollte ich haben. Einer reicht mir. So. Denn ich sage jetzt erstmal, lebewohl Wand. Die braucht hier keiner mehr. Die Frage ist, ab wo fängt das Wasser an? Ich glaube, hier drunter ist Wasser, oder? Genau. Das heißt, die Reihe lasse ich hier stehen. Und ich gehe einfach nur weiter rein.
Ärzte, habt ihr ja gesehen, habe ich eigentlich weniger das Problem. Das Einzige, was mir am Ärzte so ein bisschen fehlt, ist das Gold. Muss ich leider zugeben. Also Gold fehlt mir so ein bisschen. So, ich muss jetzt daran denken, ich muss die Dinge auch bepowern. Das heißt, ich muss da gleich auch Strom hinlegen. Und die ziehen viel Strom, soweit ich weiß. Das heißt, da werde ich unter Umständen auch immer erstmal abreißen müssen, wenn ich die nicht am Züchten bin. Aber es geht halt deutlich schneller. Also, ich bin die Dinger jetzt schon irgendwie 5 Stunden oder so am Züchten und es sind gerade mal 60%. Also, so dauert das extrem lange. Das wird auf jeden Fall offscreen hier noch ein bisschen weiter nach hinten gebaut, weil ich brauche noch viel mehr Platz für das ganze System später. Was halt dann hier reinkommen wird. Das heißt, hier wird es auf Dauer nochmal neu gebaut. Es geht ja jetzt erstmal darum, um es zu zeigen. So. Okay. Das heißt, ich käme hier raus. Wie ich das Kabel gleich hierhin verlege. So, dann kämen die. Die sind falsch. Stimmt, ich habe die Blöcke ja noch gar nicht fertig, ne? Aber so werden die dann ungefähr platziert. Wenn ich sie dann gleich jetzt fertig habe. Ich gehe nochmal schlafen schnell. Oh, ich bin so glücklich, dass ich endlich diesen ersten verfickten Charged, also geladenen Kristall bekommen habe. Ihr seht, ich spiele jetzt gerade mit dem anderen Texturenpack, weil ich musste irgendwo Clay unterm Wasser suchen und ihr habt es ja, wenn ihr das andere noch im Kopf habt, gesehen. Ich kann da nicht wirklich gut mit unter Wasser gucken. So, 41 davon. Gib mir Glas mit. Und dann gucke ich mir das jetzt mal an. Zack, zack, zack. Crafting Table habe ich im Inventar. So, die wollte ich machen. Da bekomme ich 4 Stück. Einmal. Aber wieso will er nicht? Ach so. Ich verstehe, weil hier noch Rezeptdinger drin sind. Ich brauche davon sowieso auf Dauer viel mehr noch. So. Den brauche ich jetzt noch. Wie viel brauchte ich dafür ein? Okay, enough. 4 Stück. So. Ihr seht, ich kriege hier gerade auch Erfolge ohne Ende. Und hier muss auch noch einer hin. Zack. So, ich kann euch ja gleich mal so einen kleinen Vergleich zeigen. Keine Ahnung, machen wir hier auch noch. So, Wassereimer. Einmal. Moment. So, der dahin. Das wollte ich nicht. Nicht die Harde nicht. Wo hatte ich jetzt die anderen hingelegt oder habe ich die alle verbraucht? Hier. Nein. Ich bin so ein Depp, ne? Ich hatte doch vorhin noch welche. Ach, habe ich noch im Inventar? Okay. Vergesst das.
So, das sind Let's Stone. Redstone. Hier. Redstone, Glas und dann Leadstone. Redstone fehlt mir. So. Ich hab schon wieder irgend so einen scheiß Bogen in der Hand, ne? Scheiße. Aber was, glaube ich, geht? Ich habe doch die. Bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es geht, weil die verbinden sich auch nicht damit. Aber warum nicht? Nein, da ist ja schon Wasser drin. Ah, so verbindet er sich. Moment. Der nicht. Verdammt. Ich habe ein kleines Problem jetzt gerade. Also erstmal muss ich diese ganzen Dinger sowieso nochmal umstellen. Das mache ich jetzt als erstes. Sprich. Die müssen alle so stehen. Hier mal gern mehr Platz. Die verbinde ich echt gar nicht. Was ist, wenn ich hier mit der Winch rangehe? Dieser hier? Nee. Ach, warte mal, die haben doch hier. Wie heißt denn das Ding? Die haben doch hier extra so einen Umformer dafür, oder nicht? Energy Acceptor ist das, glaube ich. Habe ich das alles noch? Ja. Steht leider keine Beschreibung. Habe ich doch nicht. Ach, ich habe kein Quarzglas mehr. So. Moment. Der Energy Acceptor. Der verbindet sich damit. Wenn ich jetzt. Moment, ich habe doch unter euch. Diese Dinger gesetzt. Nur mal um zu testen. Online, okay. Geht. Sprich, ich brauche jetzt noch mehr von diesen Kabeln. Das sagte ich ja, davon brauche ich auf Dauer noch deutlich mehr. Wie heißen die denn? ME irgendwas. ME Glas, schlag mich tot. ME Glas. Ohne Farbe am besten. Hier, Fluids. So. Ja, das würde ich gern craften, mein Freund. Machen wir davon nochmal 9. Wie viel habe ich denn davon? Dann noch
nicht mehr ganz so viel. Machen wir das so erstmal. Sollte ja reichen, um die Dinger zu verbinden. So. Wieso gehen die... Achso. Ich muss sie natürlich auch richtig verbinden. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen Verschwendung. Ich kann mir zumindest ein Kabel sparen, aber egal, jetzt erstmal. So, hier ist das Wasser in dem... Ups, das Wasser in die Mitte. Und jetzt haben wir ja die Samen. Mal gucken. Die hier sind zu 65% fertig. Und die anderen zu 52%. Wir stecken mal die, die weiter fertig sind, hier rein. Und jetzt warten wir einfach mal kurz. Einfach nur kurz warten. 65% waren die fertig. Weil ich darf die Maschine jetzt hier auch nicht so lange laufen lassen, weil die zieht richtig Energie, soweit ich das weiß. So, 65%. Ja. Okay, gucken wir mal. Und 65% immer noch fertig. So. Die sind zu 52% fertig. Ich werfe die jetzt einfach mal hier rein. Diese Blasen heißen übrigens, dass sie gerade am Laufen sind. Gucken wir mal. 52 waren die, ne? Oh, 58. Ja, doch ein bisschen schneller. Und genau das ist der Clou daran. Jetzt können wir die Kristalle züchten. Und jetzt kann ich sie auch richtig schnell züchten, weil da drin geht es erstmal 10-mal schneller fertig als, tja, ne, hier. Man muss die Dinger um eine Wasserquelle rumbauen. Also wir können es nochmal ein bisschen verschneller, indem wir da drunter noch einsetzen. Oh, die sind auch schon fast fertig. Guckt euch das an. Die sind in der letzten Stufe. Das ist, glaube ich, die 66% Stufe, die da gerade ist. Ich stelle mich mal extra so, damit man die sehen kann. So, hier könnt ihr es nämlich sehen. 0% sind das so kleine Haufen. 33% solche Haufen. 66% solche Haufen. Das heißt, die dürften so bei 66% sein. Die, ja, jetzt sind sie bei 66%. Ne, die sind fertig, oder? Ja, die sind fertig. Damit haben wir jetzt unser eigenes Quarz gezüchtet. Geil. So, den will ich jetzt aber erstmal nicht die ganze Zeit am Laufen haben. So, denn die kosten, wie gesagt, so viel Energie. Ich kann ja mal eben gucken, wie es mit meinem Energiespeicher aussieht. Voll, voll. Den hat es leicht gedamaged, aber wirklich nur leicht. Gut, es sind jetzt auch nur 4 Stück. Puh. Aber gut, ich werde mich da mal weiter daran machen, das Lagersystem aufzubauen. Das war die Grundlage, die ihr jetzt gesehen habt. Das ist jetzt mehr oder weniger, wie ihr vernünftig an die Rohstoffe kommt. Diese Grundrohstoffe. Jetzt geht es halt weiter mit dem ME-System, sagen wir mal dem Drive, wo man dann die Dinger reintut. Ihr seht, jetzt brauchen wir halt die Kabel und wir brauchen auch noch das hier. Dafür brauchen wir den Presser, dann brauchen wir hier verschiedene Pressarten. Davon habe ich auch schon welche. Und irgendeine, ich glaube, die oben hat die. Ich glaube, hier sind sie drin. Ja. Die findet man bei so Meteoren, die abgestürzt sind. Skyblocks haben die. Kann man aufmachen, kann man rausholen, kann man verwenden. Und das werde ich auch verwenden müssen. So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Deckel bis hierhin zumachen. Ich muss ja eigentlich nur daneben. Also hier einen hinmachen, dann läuft das Ding ja. Falls ich dann wieder Erze erweitern möchte. Ups, du nicht. Du aber. So Leute, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.